So, liebe Zuschauer, los geht's mit dem nächsten Match. Und da sind wir wieder im zweiten Liga-Match des heutigen Abends. Der Rider gegen den Papagei auf der Marwinski-Map hier in der dritten Liga Nord. Ja, auch hier die Positionierung in der dritten Liga gucken wir uns gleich mal an. Ich suche mal eben kurz die Tabelle raus. Weil auch da, denke ich mal, kann es ganz spannend sein. Hatte Rider nicht das letzte Spiel eigentlich gewinnen können? War da nicht etwas? Wir gucken uns die Tabellen an. Aktuell hier Platz 10 für Papagei. Noch keinen Sieg aktuell. Noch keinen, aber Platz 10. Rider schon mit 6 Siegen. Hat auch 2 Spiele mehr. Ich bin echt gespannt. Weil Papagei könnte noch weiter ins gesicherte Mittelfeld reingehen. Kleine Werbung nochmal nebenbei. Es könnte sein, dass wir noch eine Liga einführen. Das wird Gesprächsthema nächstes Mal bei uns im Team sein, dass hier welche absteigen können, damit wir vielleicht nochmal eine schwächere Liga einführen. Ich habe schon mit Einzelnen mal so aus den Ligen gesprochen, die diese Idee ganz toll fanden, auch hier im Stream. Waren viele, viele davon angetan. Und ich sehe da eigentlich keine Probleme mit. Es wäre, denke ich mal, vom Ligageschehen eher auch geiler, wenn man sagen könnte, statt 2 leichte Ligen oder dritte Ligen haben wir dann auch noch eine vierte Liga. Ist dasselbe in Grün. So, und jetzt gucken wir mal eben hier, wie das hier, warum ich sage, dass es sehr spannend wird, dieses Spiel, liegt auch daran. Rider hat gute Moves in den letzten Spielen gezeigt, verbessert sich deutlich. Und Papagei hat hier aber eine riesengroße Möglichkeit, aufgrund seiner leicht schlechteren Stellung vom Ligageschehen her, hier zumindest ein Unentschieden rauszuholen, weil die Map so breitflächig ist und vor allen Dingen aber auch sehr abgeschnitten in vielen Bereichen. Ja, Papagei ist hier im Übrigen im Blau unterwegs mit den Alliierten, hat schon mal den Vorteil, dass er hier nicht so verwinkelte Map-Eigenschaften vorweist auf seinen Inseln. Er kann auch schnell hier zu den Gems hier runter und der Rider startet hier in der Mitte sehr, sehr kompakt. Das ist auch immer ein Problem, man ist sehr, sehr schnell Angriffsziel in der Mitte. Und ja, hier haben wir die Ameisen im Übrigen. Gibt es den Loki noch? Ich habe von Loki leider lange nichts mehr gehört. So, Ewigkeit nicht mehr. So, apropos, ja, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Boah, General Liebe, schön, dich zu sehen. Die Mitte kann eingenommen werden, die Ameisenbase. Und da kriegt er den Vorteil hier der Sowjets, wenn man die einnimmt. Es gab noch kein einziges Spiel, wo jemand die Insel eingenommen hat und noch effektiv mit der Sowjet-Technologie auch das Spiel nachher entschieden hat. Das nicht. Ich würde es mir aber wirklich mal wünschen, also für Spieler, die gerade zuschauen und in den Ligen diese Map noch spielen. Ich weiß, dass man echt ein krasses, spannendes Spiel damit generieren kann hier, wenn man das, die Technologie, also beide ausnutzt. Der Alliierten sowohl als auch von den Sowjets. Viele trauen sich nicht mit den Ameisen. Ja, die sind stark, ja, sind aber auch sehr schwach in der Panzerung. Also man kann den, die haben nicht viel Lebensenergie, auch wenn es hier viel nach viel aussieht, kann man sie schnell runterschießen. Also Mut zur Lücke kann ich nur empfehlen, gerade wenn man in diesen Bereichen hier, ja, gerade hier unten spawnt, sollte man das schnell in Erwägung ziehen, hier oben hinzukommen. Ja, drauf treten. Auf Ameisen trete ich nicht. Halt mich für penibel, aber ich trete auch selbst auf Ameisen nicht rauf. Wenn ich sehe, da sind welche, mache ich nicht. Moin, Gunsmeister. Also wird ein spannendes Spiel. Wir haben jetzt noch knapp 6 Minuten Cooldown hier. Ich bin da auch vor allen Dingen sehr, sehr gespannt darauf, wie Rider hier sich jetzt macht auf diese Map. Denn wir sehen hier unwahrscheinlich schnell den Papagei schon auf
Ja, aufs Wasser gehen. Richtig Banana, so sehe ich das auch. Auch Ameisen sind Lebewesen. Ja, jetzt müsste die obligatorische Frage kommen. Cutter, wo sind denn deine Grenzen bei Lebewesen? Bei Mücken. Ja, also bei Mücken verliere ich die Geduld. Und sag nicht, dass ihr da das duldet. Also bei Mücken ist vorbei. Zumal Mücken, Obacht, vergesst es bitte nicht, auch Mücken Krankheiten übertragen, ne? Hier im europäischen Raum, gerade so bei uns hier in Deutschland, eher weniger, aber möglich. Ne? Ich denke nur an Malaria, ne? Kennt ja die Terroristen. Mücken sind Terroristen. Ja, sind sie auch. Total. Ja, und sie nannten ihn Mücke. Wer kennt ihn nicht? Unseren Buddy. Einer meiner Lieblingsparts übrigens. In der Filmbranche. Ja, ich öffne bald die Petition. Mücken killen Ameisen erhalten. Genau, Freakstar. So. The Next Generation. Wir haben hier den Bauhof. Und er muss auch anfangen, langsam mal zu expandieren. Weil zu wenig Ressourcen. Aber hier. Ja. Mal sehen, ob er das so hinkriegt. Hier ist es sehr wichtig, dich zu positionieren, und Lanti hat es damals richtig gut gelöst. Er hat aufgebaut, Silo oder einen Kanonenturm gebaut, ist weggefahren und ist mit dem Bau woanders angefangen. Könnte er übrigens hier auch schon machen. Doch! Michael, also ich streame hier eigentlich regelmäßig, also immer noch. Also, ich glaube, nichts ist zuverlässiger als Katastrophe LP in den Streams. Wie wenige Streams haben denn mal nicht stattgefunden und das dann auch urlaubsbedingt und einer technisch oder krankheitsbedingt. Also, mega, und das schon seit über ein Jahr. Das darf man gar nicht vergessen, ne? Also, ich habe sie ja zu Anfangs ja alle für bekloppt gehalten. Ey, Katha, du kannst doch nicht regelmäßig, das musst du einfach so machen. Ich sag, ja. Nee, lass mich doch regelmäßig streamen, lässt sich besser drauf einstellen, gerade bei so einem Content, wie wir das haben, ja? Finde ich regelmäßige Streaming-Zeiten einfach auch besser planbar, auch für euch als Spieler und Zuschauer. Ist total interessant zu planen, wenn man weiß, man hat feste Zeiten zu spielen. Da kann man immer mal eher ermöglichen, mal vielleicht einen Tag Abend frei zu kriegen, als das, wenn es unregelmäßig ist. Und da kommt man gar nicht so im Geschehen mit hinterher. Und deswegen setze ich da so total, auf Zuverlässigkeit und auf Kontinuanz, also sprich Kontinuität auch fest. Kontinuanz, was hat der Kontinuanz damit zu tun? Phrasensprüller hier wieder, der Cutter, echt. Eieiei. So. Ryder hier in der Mitte jetzt, direkt nochmal at front. Wie ist es mit den Zweien ausgegangen vor 2 Tagen? Lanona hat aufgegeben. Ja, Robert, ich wünsche dir gute Nacht, schlaf gut und danke wieder fürs Einschalten. Ich freue mich aufs nächste Mal und arbeite nicht so viel, ne? Denk dran, wer viel arbeitet, kriegt wenig vom Leben mit. Nicht, dass ich Arbeiten nicht gut finde. Ist wichtig, ist eine Lebenserhaltung. Allerdings sollte man auch in Maßen mit seiner Freizeit und auch mit seiner Familienzeit umgehen. So, hier haben wir nochmal einen Hafen hier vom Ryder. Und aktuell, ihr könnt es hier gleich kriseln. Also in 1,5 Minuten ist hier Cooldown vorbei. Also, das könnte spannend werden. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Sehr, man sieht bei den beiden, dass sie halt sehr, sehr defensiv spielen. Papagei ist hier schon sehr früh auf Wassergefährten gegangen. Aber nur zur Absicherung, nicht zum Auskundschaften oder so. Robert, ich sag immer, es kommen auch bessere Zeiten. Und da wünsche ich dir alles Herzensgute, dass bessere Zeiten kommen. Und Chichi, ja, der Papagei spielt hier gerade. Hier oben baut er sich gerade auf.
spielt jetzt gegen den Ryder hier im Live-Liga-Match mit Katastrophe LP hier. Ah, ich freue mich. Ja, aber auf Anders wünsche ich allen wirklich immer vom Herzen alles Gute. Also sprich für Familie, Freunde und für Job. Einer der Grundsteine hier eigentlich für das Zufrieden und Glücklichsein im Leben. Wer sagt nur Familie? Nee, nicht, man braucht nicht nur Familie, man braucht Umfeld. Muss auch sein. Jetzt Cooldown ist um, sie dürfen angreifen. Erster Verteidigungsstoß hier, passiver Angriff hier auf den Ryder. Er dürfte jetzt Bescheid wissen. Wenn er ihn raushaben will, Brücke einfach zerstören. Ryder geht jetzt hier oben auch noch rechts. Naja, richtig gut bei Kasse, ne? Also der kann hier endlos produzieren. Deswegen meinte ich, das wird ein längeres Match. Vom Base-Bild her, wie die beiden nicht spielen, sie sind ja eher weniger diejenigen, die richtig an die Front gehen, sich aufbauen und auch dann sehr schnell übersetzen zum Angriff. Ja, bei denen dauert es aber ein bisschen, obwohl wir bei Ryder letztes Mal auch richtig gute Moves gesehen haben vom Angriff. Hatte Papa Guy in der ersten Season, als er bei uns mitgespielt, auch. Ist aber deutlich jetzt mit mehr Respekt unterwegs, also sehr defensiv. Finde ich, hat er gar nicht nötig, der muss sich nur trauen. Denn er ist im Bild auch schon schnell unterwegs. Das hat man ja schon gesehen. Boah, aktuell ohne Kohlen. Money Management ist gerade sein Problem. Vielleicht nochmal ein, zwei Sammler raushauen. Tech-Zentrum haben die beiden schon, müsste schon aufgedeckt sein. Also aktuell noch kein aktiver Angriff. Ich klicke gerade so ein bisschen hin und her, um mal zu schauen, wie die Bewegungen hier sind. Wir sehen hier auch gerade hier in der Mitte, dass sich der Ryder hier ja nochmal hin und her bewegt. Also beide müssten meinem Empfinden nach den Erkundungssatelliten schon oben haben. Ergo diesen Übergang hier sehen und auch ja, die Schatten als der Obacht. Und hier sehen wir einen Kreuzer. Oh oh. Und er geht schon mit dem Bau weg. Denk mal, er will nach rechts fahren. Mal sehen, was Papagei macht. Yo. Hatte vorhin zu fetzen. Macht jetzt ein paar Shots. Ein paar Blind-Shots rein. Hab mal eben am Versatz gesehen. Ja, aktuell auf derselben Position. Nee, es geht leider nicht. Leider nicht. Und jetzt hier, Ryder drüben. Ja, muss jetzt eigentlich auch hier auf die Waffenfabrik gehen. Da kann er den Panzer auch noch rausnehmen. Und nicht zögern, mit dem Rest auch hinterher. Das wirkt ein bisschen orientierungslos, geht aber jetzt auf den Bauhof. Und er bringt Verstärkung hinterher. Da kommt die Verstärkung. Genau, Freakstar. Gut, gut, gut gemerkt. Und wieder einzeln. Und genau das ist die Schwäche beim Ryder jetzt neuerdings. Den anderen Sachen hat er sich unwahrscheinlich richtig gut entwickelt. Ja, und jetzt ist die Brücke down. Jetzt kannst du vergessen. Dass er halt immer vereinzelt immer kommt. Also nicht in größeren Truppen, sondern in kleinen Truppen. Und das kostet ihn dann halt meistens der Erfolg und die Effizienz. Wobei meistens beides voneinander abhängt. Und auch hier, aktuell noch ruhig, immer noch keiner mit dem Andrang hier, das einzunehmen. Ich meine, die haben Kohlen, also gerade der Ryder, der könnte hier in der Mitte rübersetzen. Der steht jetzt schon eine halbe Ewigkeit hier die Brücke. Ich sag ja, ich tippe sogar hier auf ein Unentschieden.
wie ich das so anfangs auch meinte. Ich vermute ganz stark. Im Übrigen, liebe TikToker, schön, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Kleine Information für euch. Ihr findet mich auch gerade live auf Twitch, wenn ihr Twitch besitzt oder auch Amazon Prime. Da könnt ihr auch Twitch runterladen und einfach zugucken. Lässt sich das über einen größeren Bildschirm viel, viel besser ansehen hier, dieses Match. Nochmal so kleine Schleichwerbung. Jetzt hier unten. Macht sich der Ryder mit einer großen... Warum er hier nicht irgendwo einen Hafen baut, ne? Ist mir ein Rätsel. Oder hier oben. Und hier die Brücke wegmacht. Wundert mich so ein bisschen. Und ihr könnt Spaß wetten auf Twitch. Übrigens selber Name Katastrophe LP. Da gibt's denn Spaßwährung, kostet nichts, ist alles nur zum Fun. Ne, Hades. Oh, schön. Schön, dass man mal Hades sieht. Heli geht runter. Das wird schon aufgeladen. Hier nochmal die Rübergabe hier mit den Panzern. Ja, wird länger gehen. Wird wirklich länger gehen. Wir gucken uns mal ein bisschen die Map an. Also hier noch nicht weiter was passiert. Also keine weitere Produktion von Schiffen. Auch sind jetzt nicht aktiv. Wir haben aufgegeben, hier die Brücke zu zerstören. Hier oben auch noch kein Versuch durchzukommen. Er könnte vor allen Dingen, der Ryder hier, mit den Ameisen. Also mit den Ameisen Zerstörer zerstören. Natürlich mit den Zerstörern die Ameisen zu zerstören. Könnte er machen. Manchmal habe ich den Drang, mich mal in diese Spiele mit rein zu joinen und zu sagen, ey, das könnte er machen. Ich kann es aber nicht. Hier kommt es gleich zum Gefecht. Das wird nichts, weil ich sag's euch, er wird hier vielleicht ein bisschen Erfolg haben. Einige wegbomben hier der Ryder. Problem ist, erstmal die Kohlen bei beiden. Und zweitens, hier ist der Vorteil, dass hier schon ein Hafen steht, hier beim Ryder nicht. Er könnte also keine Verstärkung schicken. Daher, das Einzige, was hier nur Sinn macht, zu blockieren. Angriff wäre jetzt kontraproduktiv. Aber Panzer hier auch in der Mitte hin unterwegs. Kann sein, dass sie die Küsten... Versucht die clean zu machen. Ja, mal sehen, ob der Papagei das mitbekommt. Er zieht den Kreuzer zurück. Damit aus dem direkten Beschuss. Und auch hier wird er jetzt tätig. Ja, Mecke! Er muss das doch merken, dass... Oh, diese... Das würde ihn richtig was bringen, wenn er die Sowjet-Technologie bekommt. Aber will er nicht. Aktuell hat er auch nicht das Problem, dass er angegriffen wird, sondern man sieht vom Platztechnischen, dass sich Ryder hier deutlich breit macht. Papagei mittlerweile auch mit seiner dritten Base hier. Auch an Ressourcen kommt er jetzt wieder besser ran. Und jetzt direkt frontal hier der Papagei auf den Ryder zu. Und da haben wir übrigens jetzt den Hafen hier. Da steht jetzt mal Ryder. Aber beide vom Geldniveau ähnlich. Gucken wir auf der Mittelinsel hier. Ah. Er hat die Zeit, ne? Das waren übrigens auch mal früher Stärken vom Papagei. Der ist sehr oft auf Helis gegangen. Mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr bei ihm. Zumindest ist nicht mehr im Live.
Ryder macht es richtig hier. Er hat auch die Zeit, jetzt direkt mit Ports zu bauen. Damit hat er eine höhere DPS in einer Minute, die er immer hin und her schicken kann. Die laden schneller auf, müssen die einzeln aufgeladen werden. Er kann schnellere Flüge hintereinander fliegen. Ne? Aus meiner Sicht, ich sage ja, die Sowjet-Technologie könnte für beide Seiten eine schnelle Wende führen, wenn sie die einnehmen würden. Verstehst du? Also man hat diesen Boni. Und jetzt schon vom Zeitgefühl her, wir haben ja 20 Minuten gespielt, wäre schon längst machbar gewesen, die Technologie zu ergaunern. Und jetzt ist er unten hier auf dem Weg. Ich sage manchmal, die Wege nach oben sind vielseitig. Auch hier beim Ryder. Wir kennen Ryder. Ne? Er ist nicht umsonst Mr. Ryder Tours. Führt gerne so Familien-Freizeit-Erkundungsfahrten durch. Tja. Oh, warum sage ich das eigentlich immer wieder mit der Sowjet-Technologie, die von beiden eingenommen werden könnten? Jeder könnte sie einnehmen. Weil ich es einfach so gerne sehen würde. Ich würde so gerne einfach mal sehen, wie ein Spieler... Weil das sehen wir so, so selten, dass ein Spieler mit zwei Technologien im Match am Matchen ist. Wirklich. Und hier haben wir mal eine Map mit der Möglichkeit und es wird nicht genutzt. Und jetzt kriegt... Ich sage ja, von außen nach innen zu kämpfen ist leichter. Und aktuell macht sich hier auch der Papagei hier langsam breiter. Und danke dir, Kevin, für den Follow auf Twitch. Vielen Dank. Und wir sehen, er macht sich hier rüber. Frage ist, ob da ein Bauhof auch gleich mitkommt. Oh, das Bauhof. Und... Jawohl, wir haben auf Twitch die 1800 geknackt. Richtig gut. Ihr seid echt modsmäßig, Leute, ey. Ich würde jetzt zu gern beiden stecken. Hey, da habt ihr noch die Möglichkeit. Nein. Und hier die Helis. Erster Angriff. Oder war das schon der zweite? Er kann so richtig schnell jetzt agieren, weil er so viele Heliports hat. Guckt euch das an. Alle haben überlebt. Leider hier zwei verwundet. Aber auch die Ergänzung, dass man halt ein paar so nachproduziert als Ersatzreserve, die sich dann gleich aufladen, ist gut. Oh, Chrono. Mal sehen, ob der Ryder es mitbekommt. Ich befürchte nicht. Doch, jetzt hat er es gemerkt. Oh, Jungs, steckt doch jemanden denen das mal, dass sie die Sowjet-Technologie einnehmen können. Mann! Das kann doch nicht sein! So, der MBF ist jetzt auch schon fast drüben, wo er hin will. Ja, mit dem könnte er schon wieder losfliegen. Ratsche vor, er produziert sogar noch welche nach. Aber Ryder hat ein bisschen Kohleprobleme. Liegt auch daran, dass er hier unten nicht so die Fokus gesetzt hat, vielleicht noch eine RAF zu bauen. Und ja... Er kesselt ihn langsam ein und das kann gefährlich werden. Jetzt aktuell 26 Minuten gespielt. Und sag ja, es wird eine längere Partie. Ich weiß gar nicht, wie sind denn aktuell die Wettquoten auf Twitch? Auf Unentschieden etc. Haut mal raus, liebe Zuschauer. Moin Mortadella, schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Und jetzt hier, Ryder versucht hier durchzukommen. Kein Durchkommen. 27% haben auf Unentschieden getippt und ich denke mal, ihr macht's. Ja, übrigens. Leon, danke dir für den Follow. Kleine Info mal eben auch für die Mitspieler und auch für diejenigen, die so in der Discord-Community sich herumtrudeln. Es gibt aktuell eine Abstimmung. Und zwar die Idee, die ich ja mal wieder gebracht habe, dass wir es vielleicht doch mal wieder einführen. Mit dem Fraktionswechsel zur Hin- und Rückrunde. Heißt, wenn man einmal Alliierte gespielt hat, muss man in der Rückrunde die Sowjets spielen und umgekehrt. Das hat wirklich für einen guten Ausgleich in der Season 2 gesorgt.
Ich weiß auch, dass viele das gewünscht hatten. Aktuell überwiegt die Abstimmung auch. Und erfolgreich hier vom Rider. Und jetzt wieder mit den Henis. Ja, er muss viel schneller fliegen. Wenn er schnell fliegt, kriegt er sie auch. Aktuell hat er Geldprobleme und das nicht zu wenig. Ich glaube, er hatte noch Muni. Ja, ja, das sehen die alle hier. Ja. Ja, nimmt ihn da schon ganz schön hart ins Gefecht. Problem ist aber, Ryder vernachlässigt seine Kohle. Und jetzt kommt Papagei hier auch an die Front. Und Ryder verkauft. Oh. Okay. Ja, natürlich, vergesst meine liebe Frau, schreibt gerade im Chat, ich soll die Wäsche nicht vergessen. Natürlich vergesse ich die Wäsche nicht. Und great thanks an die Zuschauer für die 1800 bei Twitch. Heute ist Tag des Sales. Leute, was ist los mit euch? Warum verkauft ihr alle immer so früh? Warum versucht ihr nicht einfach? Nervosität? Woran liegt's? Woran liegt's? Oder woran hat's gelegen? Ich weiß noch, ein YouTuber hat hinter jedem Video immer hingeschrieben, wo hat gelegen. Ja, mit der Wäsche hat sich auch nicht verändert. Ich muss sie auch tatsächlich heute machen. Ey, mittlerweile wasche ich die Wäsche sogar selber, ey. Ich habe auch Fortschritte gemacht. Ich mache selber mal in Waschmaschinen rein. Wo ist denn jetzt hier, wo wurde er gehypt hier? Ach da, hier. Habe ich völlig übersehen hier. Wundert mich, ne? Ja, genau, das ist, da hast du voll recht. Rompush. Mit den Rockets, mit den Rocketers hätte er die sehr schnell rausnehmen können. Zumal da kein Kreuzer mit drin ist. Und hier war ein Versuch. Das hätte meine Frau sich klemmen können, das zu schreiben. Er ist so mega stolz drauf. Oh, klein Cutter stolz drauf, er hat die Wäsche hingekriegt. Schau oben links. Oh. Ja, sorry, habe ich dich gesehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Halt den Folder. Oha. Er braucht... Er muss da... Genau. Er ist schon tätig hier. Und Spion. Ein Papagei reagiert. Also Ryder dafür... Tatsächlich... Für Moves in letzter Zeit macht er völlig ungewohnt. Ja, schnelle Panzer könnten jetzt auch helfen. Gerade die schnellen Panzer würde ich jetzt ordentlich durchpreschen. Nur ohne Kohle ist ein Problem. Und jetzt die Tanja ist unterwegs. Nur voll. Na, das war's gleich mit den Tanjas. Wohin des Weges, sprach der Cutter, so antwortete der Ryder. Ins Verderben. Und durch war er. Und jetzt geht hier auch der Gegenangriff los. Oh, nice Movement hier jetzt vom Papagei. Wehrt sich da gleich gegen. Und die Helis sind auf dem Weg. Nozimi.
Und die Basis-Geschichte hier. 30 Minuten gespielt. Das Unentschieden nimmt seinen Lauf. Ich hab euch's gesagt. Aber trotzdem schönes Spiel. Ryder versucht es halt noch mit ein paar wenigen Einheiten hier. Da kommen jetzt auch noch die übrig gebliebenen Helis übrig rüber. Oh, Numarino, echt? Boah, Wahnsinn. Ja, mit dem wir doch keinen Erfolg haben. Zumal die ganzen Zerstörer da auch noch im Weg sind. Na, schade. Und geldtechnisch. Ich mag den Ryder ja, ne? Total. Seine Art ist total super. Aber er nimmt sich den Sieg jedes Mal selber. Lieber Ryder, wenn du die Wiederholung irgendwann guckst, du nimmst dir den Sieg immer selber. Auch hier wieder. Beim letzten Mal hat er auch echt gutes Movement gezeigt. Und dann nimmt er sich den Sieg. Auch hier sehe ich gerade die Befürchtung, dass er hier verlieren wird. Für Papagei richtig, richtig toll, dass er dann hier weiter vorankommt. Und er hat jetzt die besten Chancen, gerade vom Geld her. Schaut mal aufs Geld, bitte. Das ist jetzt die Chance, hier progressiv nach vorne zu gehen. Heißt gleichzeitig richtig produzieren, bis nach Mappen und Einheiten nach vorne schicken. Zumal Ryder hier gerade wieder auch verkauft. Und wenn das nochmal richtig hot wissen will, dann hier einnehmen. Ach. Und Ryder hier auch nochmal am Expandieren. Das hatte ich eben gesehen, allerdings noch nicht so ganz wichtig. Zumal Papagei wehrt sich hier. Aber wo ist denn? Ach, da unten ist er. Ja, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber geil, muss Schiffe schicken. Überall, wo es geht. Er hat genug Kohlen. Schiffe sind jetzt das beste, wirkungsvolle Mittel hier. An den wichtigsten Punkten hier zu positionieren. Und da kann er gleichzeitig mit Luftangriffen hier auch beim Ryder durchaus durchkommen. Er hat kaum Verteidigung hier unten links. Aber geil unterwegs. Ja. Problem ist auch das Geld hier, das Money Management beim Ryder. Das liegt ihm richtig im Nacken. Peter Zwegert klopft immer in Teilen schon. Also steht vor der Tür, möchte klopfen, aber traut sich noch nicht so ganz. Und irgendwo ist noch ein Chrono. Ja, ja. Huh, ja. Der steht da auch gut. Wobei hier kaum noch was abzuernten ist. Ah, gut, die ziehen. Hier, Kurskorrektur der Erzsammler. Kleiner Tipp, achtet immer, versucht mal drauf zu achten. Bei 80% der Spielen könnte das Einkommen schneller generiert werden, wenn man darauf achtet. Und jetzt, Papagei hier rein. Ja gut, First wäre jetzt die Waffenfabrik gewesen, dann die Panzer und dann die Raff. Aber dennoch von Erfolg. Gebäude raus. Oh, jetzt die nächste Raff gebaut. Kriegt er die noch raus, die Raff? Raff ist hinüber. Und Türme fehlten. Ja, richtig. Da steht er auch hier vom Loch und brummt. Nur nicht weiter. Und jetzt der Gegenangriff hier gleich mit den Helis. Passt mal auf. Eieiei, lass mich mal schauen. Da sind so viele Baustellen hier auf dieser Map. Weil die mittlerweile so zerstreut. Aber so wahnsinnig zerstreut. Und hier übrigens die Kreuzer auch schon. Der hier, ne?
Ah, der Chrono. Ja gut, hat sich hier ein bisschen verloren. Meint, er möchte ein Tank werden. Papagei bringt sich hier unten auch in Positionierung. Hier fährt er nicht weiter. So viele Schiffe, die einfach lost stehen. Also so extrem. Ja, mal sehen, ob er gleich drauf kommt, der Papagei. Ja, er will die Base hier unten wegknacken. Da ist er nämlich schon wieder rüber. Der Rider. Sag ja, wir haben immer noch die Sowjet-Technologie und wir bahnen 25. Minute sind wir gerade. Es bahnt sich immer mehr das Unentschieden ja ein. Oder an hier auf den Map. Oh Leute, mir fällt gerade ein, ich hab Hunger, ne? Fällt mir gerade so auf. Ah, lecker, noch einen schönen Salat nachher. Ja, jetzt ernsthaft, ihr glaubt es kaum. Guck mal, da macht sich jeder Papagei auf den Weg. Ja, er will die Base da unten reinnehmen. Das kriegt aber Ryder locker verteidigt. So. Da machen wir keine Sorgen. Oh, und jetzt hier auch nochmal. Der Bauhof hier von Papagei. Ja, wäre wichtig. Kreuzer, Zerstörer. Können noch mehr in Einsatz gesetzt werden. Gerade die Zerstörer hier. Und hier vergebens hier. Wird, denke ich mal, gleich sogar einen Konter geben hier. Wo will der Rider denn? Ach, er will hier unten auch nochmal saven. Okay. Also ich sehe hier nicht so ein schnelles Ende. Viele Tanjas. Bin mal gespannt. Sind die Helis auch beim Papagei unterwegs? Du sagst, ich muss mal was trinken. Ja, genau, das war eine Runde Anno, wo ich nichts getrunken habe. Und wo ballert das denn hier oben? Mal, hört ihr was? Ach, hier. Ryder nimmt die Base raus. Ja, der Kanonenturm muss er nach dann erfolgreich geschafft. Ja. Hat er geholt und jetzt hier. Ah. Die fehlt eindeutig ein Bauhof. Kann sein, dass er den gleich mit einem Chronotransport rüberbringt. Chronosphäre ist ja da, müsste auch schon wieder aufgeladen sein. Ah, ich sehe noch keinen Bauhof. Weil er hätte genug Verteidigung, um hier mal gegenzusetzen. Irgendwas ist wieder transferiert worden. Ich sehe nur nicht wo. Da, Chronopanzer hier. Geht auf die Raff. Und hier oben auch nochmal. Jetzt die direkte Reingabe von Ryder hier. Die Verteidigung ist da. Oh, was hat er vor? Okay. Hast du mal Suizid? Und der nochmal durch. Ryder Tours on the way. Völlig verängstigt. Treibt er sich darum? Entsorgungsbetriebe. Ich taufe ihn um in Entsorgungsbetriebe Ryder. Und jetzt hier the next one hier unten. Das könnte klappen hier unten. Schon wieder Chrono unterwegs. Seht ihr den Chrono? Ey, der blickste gar nicht. Guck oben, die ganze Zeit auf der Minimap. Sehe aber nicht. Nothing.
Hier unten wird's interessant. Könnt ihr tatsächlich erfolgreich nehmen. Vor allen Dingen hier. Die Silos, ne? Wo feuert das denn hier die ganze Zeit? Ich höre permanent überall links, rechts irgendwas feuern, aber auf der Minimap siehst du keine wirkliche Bewegung. Hier kommt es ja zu direkten Gefecht. Und hier unten auch. Und hier oben positioniert sich Ryder auch wieder. Nur er kann einfach stehen lassen. Die Ressourcen so langsam wegnehmen. Und die Base ist weg. Hier oben, da kommt er nicht durch, ne? Da kommt er nicht durch, aber hier ist von Erfolg gekrönt. Und Ryder fehlt die Kohle. So auf Twitch. Hi. Und jetzt. Ja, nehmt euch endlich die Mitte. Nehmt sie, nehmt sie, nehmt sie, nehmt sie. Mann. Oh, ich krieg die Krise. Nehmt euch die verdammte Mitte endlich mal. Ich meine nur gerade jetzt mit den U-Booten wäre das so ein Mega. Ich verzweifle. Ja, ich hab's echt mit den. Ich meine, die sind entscheidend, wer sie habt und besitzt. Und aus solch einem Spiel heraus, jetzt 18 Minuten nur noch, könnt das reißen. Ne? Jetzt gerade jetzt. Nur bei Ryder sieht's auch ja geldtechnisch gar nicht gut aus. Er kommt jetzt von beiden Seiten hoch. Sieht gar nicht so schlecht aus für Ryder. Hier fehlen nur deutlich Einheiten. Die werden hier oben schwierig haben. Wobei, oh, guck mal, hier kann man locker rüberfahren. Ist nicht mal eine Waffenfabrik da. Könnte was werden. Und hier oben links, wenn er es geschickt anstellt, auch. Müsste nur von hier reinfahren und dann so aufräumen. Und nicht direkt da wieder durch in die Schrottungszentrale. Jetzt fängt er hier an. Aber passiv. Ja, und merkt gar nicht, dass hier die Rockets laufen. Und jetzt hier auch der Reingang. Er verpufft wieder, leider. Das wird wieder verpuffen. Da kommt auch schon die Verstärkung. Hier oben ist auch schon wieder alles verpufft. Und jetzt macht sich Papagei ja ordentlich auf dem Weg. Ja, es wird ein gesickertes Unentschieden, liebe Zuschauer. 16 Minuten noch. Und für die lieben Zuschauer, die gerade zugucken und Bock haben mitzumachen, ihr seid herzlich eingeladen bei uns bei Katastrophe LP hier in der Liga mitzumachen. Ihr braucht noch nicht mal in der Liga mitspielen. Ihr könnt auch so einfach hier diesen Klassiker gerne wieder spielen, wenn ihr möchtet. Und wir haben zahlreiche Spieler, die das spielen, jeden Tag. Und ihr könnt natürlich auch an der Liga dran teilnehmen. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir haben auch Anfängerligen, wo ihr als Anfänger, genau wie hier auch, das ist auch eine Anfängerliga. Vielleicht in Zukunft sogar noch eine Anfängerliga nach unten. Weil es gibt wirklich viele, also ich glaube 5 Leute oder so haben sich beim letzten Stream schon gemeldet und gesagt, bei der Liga wollen sie auch mitspielen. Sie haben sich nur bei der anderen noch nicht getraut, weil das doch noch ein bisschen zu schwer war für sie.
Aber braucht keine Angst haben, wir beißen nicht. Wir haben wirklich eine tolle Spieler bei uns, die gegenseitig hier helfen, unterstützen, zusammenspielen, Tipps geben. Und regelmäßig gibt's auch dann mal Bootcamps. Aber jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig, genieße den Soundtrack. Ja, man sieht, Ryder ist mit den Rockets hier massig unterwegs. Keine Reaktion hier vom Ryder. So ein bisschen lost gerade. Und hier sehen wir die Effektivität hier von den Rockets gegenüber den Zerstörern. Ja, aber er kriegt es so langsam raus. Jetzt weiß er für nächstes Mal, denke ich mal, dass er die Rockets früher bauen muss. Noch 13 Minuten und ein Sieg für einen von beiden steht nicht in Aussicht. Das ist der Papagei. Kein Geld im Übrigen. Hat er gar nicht gemerkt, dass ihn hier, ja, hier noch eine Sammler da ist. Und ich habe eben noch gelesen, was AR2, Alarmstufe Euro 2. Gibt es kein Remastered? Nein, aber morgen Abend wieder live hier bei Katastrophe LP. Ich muss mich übrigens entschuldigen, die Tage habe ich irgendwie, war ich ein bisschen familiär unterwegs, habe ein bisschen Liebe gebraucht und hab da einige Tickets noch nicht bearbeitet. Die werde ich heute in der Nacht noch bearbeiten für die Spiele. Moin, Jules. Heißt morgen AR2 hier wieder im Livestream ab 20 Uhr mit mir, mit dem Cutter. Und ich werde mal schauen, wen ich dann morgen dann hier noch von den Moderatoren, Bewerbern hier nochmal anziehen kann. Werden wir morgen nochmal übertragen. Ah, Jules, du hast morgen Zeit. Na. Ja, dann bist du ja morgen dran. War ja eigentlich auch verabredet morgen, ne? Nur ich dachte, du hattest keine Zeit mehr. Oder gibt's morgen wieder AR2? Wir kommen so lange auf den Zielgeraden rein. Ich bin mal gespannt. Ich werde morgen... Ah, ich würde es mir wünschen, wenn in der Gruppe bei AR2 noch ein bisschen Movement reinkommt. Aktuell ein bisschen... wird mir ein bisschen zu wenig geredet da. Waren vorher welche aktiv, jetzt nicht mehr aktiv. Weil ich würde gerne tatsächlich in 2-3 Wochen... das Turnier ankündigen wollen. Auch zur Anmeldung. Und Anne, alles, alles, alles Liebe nachträglich zum Geburtstag wünsche ich dir. Und gerne. Ja, ins Verderben geschickt. Ich sage, er wird noch unentschieden. Da wird keiner noch einen Sieg hauen. Wir haben aber doch wirklich... Ich hab's euch gesagt, das wird ein langer Abend. Auch bei diesem Spiel hab ich von Anfang an gesagt, das wird unentschieden. Ich sag ja, und danach das Match, ne? Was ja hier gleich noch kommt. Da haben wir ja Darkuruk und Mark, ne? Das sind ja so, zwei niveauvolle Spieler.
Ich glaube, da wird eine richtig spannende Kiste bei den beiden. Und hier, oh, Papagei jetzt rein mit Panzern. Ah, danke dir, Anne, für den... Oder Chris, für den Resub für Anne. Vielen Dank. Der eine macht's hier noch. Pass mal auf. Komplette Energieknappheit gleich. Unreal Skyrider. Viele Grüße nach Berlin. Danke dabei, dass du dabei bist. Und auch Ryder hier auf dem Gegenpart. Jetzt stechen die sich gegenseitig so ein bisschen und sie stechen. Passiert aber nichts. Und Ryder ist aus meiner Sicht hier eher am Ende. Auch wenn er Geld hat, als der Papagei. Wobei, nein, ich nehm's zurück. Er hat ja kaum noch Einheiten hier, der Papagei. Kriegen sie aber nicht mehr hin. Also 9 Minuten Spielzeit. Da noch einen Sieg rauszuholen. Wäre eine krasse Wette. Ich glaube es nicht. Ryder versucht es aber noch. Aber wieder, ich sage ja, zu klein, ne? Viel zu wenige Einheiten. Er ist, glaube ich, schon in 4 oder 5 Wellen gekommen. Hat also nicht gesammelt. Ja, einfach mal und dann direkt rein. Ist auch immer von oben rein. Also in die Schrottungszentrale direkt rein. Hat gar nicht versucht, erstmal von unten rein zu treffen. Also. Weiß ich, ob er Angst hatte hier wegen den Schiffen. Es waren ja ein paar da. Aber die hätten nicht so viel gejuckt. Versucht das hier nochmal von links. Na. Also ich muss schon zugeben, Tendenzen bei Ryder hundertprozentig da. Viele, viele neue Tendenzen, auch jetzt neuerdings. Das haben wir das erste Mal gesehen mit dem Chronoport hier oben links. Es fehlt nur noch an der Umsetzung. Und ich bin mir sicher, dass er in der nächsten Season das nochmal definitiv anders umsetzt. Auch bestes Beispiel, wie man sich entwickeln kann. Das ist ja das, was ich so dermaßen feiere, dass hier die Anfänger sich so wahnsinnig immer gut entwickeln. Und man muss den Leuten auch Zeit geben, so sehe ich das immer. Wenn man von draußen reinschaut und sagt, was machen die da? Es sind wirklich Anfänger, es sind Menschen, die mit dem Spiel, mit den Grundlagen nicht gleich von vornherein zurechtkommen und auch vielleicht das Talent nicht dazu haben, einen schnellen Überblick zu bewahren, aber dennoch immer hart dranbleiben und einfach spielen. Und das feiere ich so dermaßen. Und den Spaß auch noch haben, ne? Sieben Minuten noch und dann unentschieden. Flying MBF, da habe ich dich noch nicht wieder gesehen. Doch, wir haben doch vor einigen Wochen mal ein Spiel von dir gehabt. Und hier auch wieder Lost. Wieder Schrottungszentrale ruft. Wir helfen ihnen gratis bei der Verschrottung ihrer Panzer. Kummer und Sorgen, wählen sie einfach meine Nummer. 090, 6 mal die 6. Na, wer kennt's noch? Pass auf, gleich die ein Mann nacheinander. Ich. Ja, ja. Ertappt. Ja, auch hier. Schrottungszentrale Papagei ist ihm zu Diensten. Kriegsgerät fachgerecht entsorgt. Richtig, Iso. Lass dich mal wieder auf Discord blicken, du olle Nudel. Das gilt auch für die anderen Zuschauer, die gerade zuschauen. Wenn ihr Discord nutzt und einfach mal Bock habt mit echt lustigen und super
sympathischen Menschen zu sprechen, kommt einfach bei uns auf den Discord-Server. Ihr seid herzlich willkommen und jeder kriegt eine Willkommensrunde bei uns. Das heißt, Derry singt für euch. Oh, Ryder hier durch. Ein bisschen Spaß muss sein, das wisst ihr doch. Die Devi, woher ich die Nummer deiner alten Freundin weiß, sie wurde, wurde das nicht sogar im Radio Werbung und im Fernsehen sogar gezeigt, solche Werbungen? Mittlerweile ist das ja, glaube ich, verboten. Also, ja, das gab's früher so in der Werbung, gerade abends. Das ist, nee, ist immer noch im Fernsehen, keine Ahnung. Ich gucke kein normales Fernsehen mehr. Ich bin völlig raus, ey. Ich habe nicht mal einen Anschluss an meinen Fernseher für Kabel. Ja, unentschieden. In 4 Minuten. Es wird hier noch einmal in Einzelnen versucht. Ryder überwiegt gerade mit den Kohlen. Versucht aber so auch nicht so, aktiv jetzt was zu versuchen. Man hört jetzt hier noch irgendwie einzelne Angriffe. Kann sein, dass er hier gleich nochmal angegriffen wird. Das wiederhole ich jetzt nicht, Freakstar. Im Übrigen, ich will Freakstar und Lanti bei uns dringend mal im Discord gleichzeitig im Live mal hören. Ihr habt denselben Dialekt, ich feiere das so dermaßen. Und ihr habt auch echt eine ähnliche Sprachweise. Ich würde das so feiern. Ja. So, wir schauen mal eben übers Schlachtfeld. Wie sieht's aus? Aktuell hier alles still mit Beilage. Nicht wirklich viel. Ryder versucht hier noch etwas. Hier sind doch Schiffe. Ah, versucht doch noch irgendwas. Mal sehen, ob er es schafft. Auch Ryder mit den Schiffen unterwegs. Oh, hab richtig gewettet, kann man auf. Ach so, Darko, auf die Wette bezogen, ja. Hast richtig gewettet. Ja, unentschieden. Wer hat denn auf unentschieden getippt vor den Zuschauern? Er wird sehr wahrscheinlich unentschieden. Ich glaube, das kam ein bisschen zu spät. Die Idee super, aber deutlich zu spät. Unentschieden, ja, Darko, da bist du. Bist du richtig dabei. Ja, er ahnt was. Deswegen hat er hier vorgezogen, der Papagei. Also für die Gewinner der Katatankas Glückwunsch. Das wird hier ein gesichertes Unentschieden in knapp 2 Minuten. Es sei denn, es macht hier noch einen Rage Crit. Was ich aber nicht glaube. Aber das Spiel super. Genau wie erwartet. Haben es geschafft, zu einem Unentschieden zu kommen, aber nicht geschafft, diese Insel einzunehmen. Und das hätte entscheidend sein können. Wirklich. Erstmal Ressourcen satt. Zumal er auch dicht gewachsen mittlerweile. Diesen Bonus möchte keiner haben. Keiner möchte die Sowjet-Technologie haben. Ja, die Ameisen sind so locker wegzumachen. Guck mal, oben sind die schon weg. Gerade mit Schiffen. Die Ameisen die haben keine Chance. Eieieiei. Jetzt versucht der Ryder das noch. Also eine Minute hat er noch. Und hier auch nochmal die Gegenwehr vom Papagei. Ja, die Insel macht mich richtig fertig. Das werde ich den beiden gleich auch sagen, wenn wir sie gleich im Interview haben. Echt, das ist einfach so. Kata möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Komm, spiel mit mir. Das ist aber scheiße, das klingt versaut.
Eieieiei. Also die hatten viele, viele tolle Ansätze beide. Übrigens, was ich auch lese, gerade ja mit Heliports waren beide unterwegs. Vor allem Papagei mit den Chronopanzern, auch Ryder mit der Chronosphäre und mit den MBF. Er hat nur zu spät hier auf Verteidigung gesetzt. Er hätte erst mit Verteidigung anfangen müssen und Pari dann gleich auch ziehen müssen mit den Kampfeinheiten. Und die Zeit ist um, es ist ein Unentschieden. Ich werde mal zu den beiden gehen und werde ihnen mitteilen. So, hi ihr beiden. Ja. Ein gesichertes Unentschieden. Hab ich dir schon gedacht. Ein gesichertes Unentschieden, wirklich. Verdientes Unentschieden, beide richtig tolle Moves gezeigt, muss man echt sagen. Allerdings auch Schande über euer Haupt. Warum habt ihr die Sowjet-Technologie nicht genutzt? Ich wollte sie nutzen, aber es hat sich nicht mehr gelohnt, glaube ich. Ah, ihr habt die so vergessen, weil das hätte egal wen euch wahrscheinlich zum Sieg verholfen. Und keiner hat sie genutzt, weil in keiner anderen Map in diesem bei uns in der Season 3 gibt es die Sowjet-Technologie noch gratis dazu. Gefechtsführung beendet. Was meinst du? Das ist mein drittes Unentschieden. Ein drittes Unentschieden, ja. Ich hab ein viertes Unentschieden. Unentschieden ist immer noch besser als ein Lose, oder? Ja, definitiv. Also auch bei dir, Ryder, waren wieder klasse Ansätze dabei. Und das erste Mal bei Papagei, ich habe mal wieder gesehen, dass du Helis gebaut hast. Das sieht man aber so selten. Das hast du früher immer verdammt viel mit Helis gespielt. Und mittlerweile nutzt du sie sehr selten nur noch. Ja, weil man ja nichts sieht. Wenn der Gegner, da muss er erst mal gucken, ja. Ja. Gibt Mittel und Wege, würde ich sagen. Aber dennoch, klar, also wirklich verdientes Unentschieden bei beiden. Und schönes Spiel, wirklich.